Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Godus. Ich muss ja zugeben, dass ich mittlerweile doch ein bisschen genervt bin von den Grafikfehlern, die uns ja irgendwie in jedem Teil bisher verfolgt haben. Ja, hilft aber ja irgendwie nichts, muss ich doch abwarten auf einen Patch oder so. Hoffentlich passiert da mal bald was. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz lustig, dass die Fehler zum Glück immer relativ weit am Ende eines jeden Parts auftreten. Das ist quasi so ein kleiner Indikator, wann der Teil rum ist. Und naja, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir ja dieses Mal einen Part ohne Grafikfehler. Sammeln wir erstmal wieder die Blubbel ein. Und was ich mit euch dieses Mal vorhabe, ist, ja, wir schauen uns den Tempel genauer an, den wir ja beim letzten Mal zusammengebaut haben. Damit können wir ja irgendwie reisen. Ich vermute einfach neue Landstriche entdecken. Und das schauen wir uns einfach direkt an. Click to start event, okay. Und das ist jetzt wieder so eine Art Tutorial. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich kann hier rum scrollen und hier haben wir irgendwie ein Boot. Kann ich das ziehen? Return to Civilization. Sail. Achso, okay. Ich kann einfach auf den Knopf drücken, dann fährt er automatisch dahin. Ist ja ganz praktisch. Oh, und wir haben einen neuen Sticker bekommen, weil wir jetzt in dieser Welt sind. Aha. Okay, dann ist das nur so eine Übersichtskarte anscheinend. Reward, new Sticker. Wir haben noch 5 Bewohner. Wir legen jetzt mal hier an. Und ich kann jetzt hier wohl bestimmen, wie viele Leute hier hin sollen. Und ich habe keine Ahnung, was es mir bringt. Hidden Temple, activate the Hidden Temple by getting enough followers to it. Okay, und da 5 Leute zu diesem Tempel müssen, sollten doch 5 reichen, oder? So, jetzt laufen hier aber nur 2 rum. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Platz. Und die laufen ja zum Tempel schon hin, somit sollte das ja eigentlich kein großes Problem werden. Also jedenfalls ein neues Feature, das gab es früher noch nicht. Aha, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und fertig! Ja, das war ja einfach. Schwierigkeitsgrad Bronze. Gut. Das haben wir geschafft. Und jetzt können wir weiter segeln. Das ist nur ein Vorgeschmack der Abenteuer, die deine Anhänger begleiten wird. Und wir können wohl die ganzen Inseln eben erkunden. Und wir haben jeweils anscheinend ein Zeitlimit. Gegebenenfalls. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann werden wir nie mehr diese Insel betreten können. Okay, das ist ja fast stressig. Die Frage, probieren wir noch eins? Ja, oder? Wenn wir doch schon dabei sind, fahren wir gleich zur zweiten Insel. Und was müssen wir machen? Wir haben noch 1 Minute, wir haben wieder einen neuen Sticker bekommen und wir müssen wahrscheinlich wieder da hoch. Was jetzt wahrscheinlich auch nicht schwer ist. 5 Follower müssen den Tempel erreichen, das heißt, wir holen wieder 5. Und ich denke, die einzigste Schwierigkeit dran ist hier, Treppen zu basteln. Und natürlich die Intelligenz der Siedler. Aber das sollte jetzt auch nicht sonderlich schwer sein. Noch 40 Sekunden Zeit, sie sind schon fast am Ziel angelangt. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Könnte interessant werden. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich die KI. Schwierigkeit, Bronze. Yep. Wie viele Inseln haben wir hier eigentlich? Also sehr viele. Okay, dann sind wir wohl einige Zeit mit beschäftigt. Und dann machen wir doch einfach noch eine. So, was ist jetzt hier das Problem? Eigentlich genau dasselbe wieder.
5 müssen es wieder erreichen, das heißt, wir holen wieder. Oh, das war einer mehr, aber das macht ja nichts. Hallo, hier hoch. So. Hier ein bisschen zurück und das sollte dann eigentlich schon reichen. Und wenn du darum nicht so rumstehen würdest, sondern gehen würdest, dann könnten wir das in der entsprechenden Zeit auch schaffen. Gut. Die Frage, warum kann ich 30 Leute rauslassen, wenn ich doch nur 5 brauche? Macht wahrscheinlich sogar Sinn, dann alle 30 rauszupacken, weil wenn sich einer verläuft, dann habe ich es trotzdem geschafft. Aha. Okay. Anscheinend musste ich doch 6 Leute rausholen. Aber das haben wir ja zum Glück gemacht. Und, ja. Ich würde sagen, dass, dann heben wir uns die nächsten Inseln für die nächsten Teile auf. Ich finde es ganz nett, das ist was anderes. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so, naja, abwechslungsreich wird. Aber jetzt sind wir wieder zurück in der Zivilisation und wir können uns wieder damit beschäftigen, unsere Siedlung auszubauen. Und wir haben wieder ein neues Level erreicht. Kriegen wieder mal ja, Settlement Upgrade freigeschaltet. Also noch nicht freigeschaltet, aber wir können das dann freischalten. Und wir können Wege dann in unseren Siedlungen bekommen. Das kennen wir ja auch schon aus den früheren Versionen. Aber wir haben gar keine, na, wo ist es hier? Na doch, die Seeds haben wir immerhin. Aber davon brauchen wir verdammt viele. Somit, ja, müssen wir mal wieder uns etwas ausbreiten. Und das haben wir hier sogar schon geschafft. Der Schrein der Expansion ist bereits gebaut. Da klicken wir dann drauf und tada, wir haben mehr Land. Schön, schön, schön. Das bedeutet, wir können mal uns wieder damit beschäftigen, Kisten auszubuddeln. Und ja, fangen wir einfach hier direkt an. Da haben wir... Jetzt ist es so ein bisschen witzlos eigentlich, weil... Warum habe ich verschiedene Sticker, wenn doch das Wichtige eigentlich die Icons drauf sind? Also da bin ich mal gespannt, ob wir früher oder später dann doch noch ja, bestimmte Sticker brauchen. Da ist einer. Auch hier wäre die Möglichkeit, die Kamera zu drehen. Sehr praktisch. So Sachen. Ich meine, Kamera drehen, warum ist das nicht mehr drin? Kann ja nicht so schwer sein. Eine Funktion, die es früher schon mal gab, wieder in die neue Version zu packen. Also. So, sehr gut. Da ist dieses Fabrikgebäude-Icon. Da oben ist noch was. Sehr gut. 12.000 Glaubenspunkte haben wir noch. Das sollte doch locker reichen. Was natürlich auch sehr interessant ist mit diesen Kisten, ich meine, die sind ja vorgegeben. Die sind ja fest definiert, wo die sind in dieser Welt. Und ja, sagen wir mal so, es ist ja eine indirekte Steuerung vom Hersteller, wie weit ich zu welchem Zeitpunkt sein darf. Also ich muss mich immer erst ausbreiten, bevor ich überhaupt die Chance habe, größere Sachen freizuschalten. Ja, oder ich spare sie mir natürlich auf, das ist auch eine Möglichkeit. Hier sind gleich 2 nebeneinander. Auch schön. Mir hier gefällt, hier ist ein bisschen mehr Platz zum Bauen. Da müssen wir nicht irgendwie komische Berge verschieben. Ja, ich glaube, das war's, oder? War ja jetzt gar nicht so ergiebig. Ich sehe zumindest gerade nichts mehr. Nochmal rausscrollen. Nee, da sehe ich nichts. Gut, dann schauen wir mal. Vielleicht reicht's ja. Ich muss zugeben, die Straßen, die
Hätte ich schon sehr gerne, weil... Ach, das reicht ja überhaupt nicht. Ja, vorhin. Oh, ich kann das überall. Haha, ich kann das überall hier hinschieben. Das ist ja lustig. Ja, das bringt uns nichts. Und das Schlimme ist, die nächsten Sachen, die freigeschaltet werden, brauchen auch diese Fabrik-Icons. Aber hier wird es spannend. Farming Settlement. Da weiß ich gar nicht, ob das neu ist oder ob wir das einfach beim letzten Mal noch nicht freigeschaltet haben. Aber das könnte durchaus interessant sein. Und ich glaube, hier kriegen wir noch was hin. So ein kleines Häuschen hier rein. Da müssen zwar wieder ein paar Bäumchen weichen. Ich und meine Bäumchen, gell? Ach ja. Also da muss ja jetzt kein großes Gebäude rein, aber so ein kleines wäre schon praktisch. Na? Okay, ich glaube, das hätte ich besser gelassen. Sehr fummelig, jetzt geht doch da rein, sage mal. Und reicht's bitte, bitte? Nein. Okay, lassen wir das. Wir haben hier noch genügend andere Plätze. Der kann auf alle Fälle mal dieses Haus bauen. Und wir haben hier unten, glaube ich, auch noch einige freie Bauflächen. Sehr schön. Hier oben, na gut, dann machen wir mal hier den Aufgang ein bisschen schöner. Und kriegen wir hier noch eins hin? Das probieren wir aus. Platz gut nutzen. Also ein kleines passt auf alle Fälle schon mal hin. Und wenn wir das noch ein bisschen wegschieben, dann könnte vielleicht auch ein großes hinpassen, aber tut's nicht. Das ist schade, aber auch in Ordnung. Gut, den Schrein haben wir schon. Okay, dieses Gebirge wird witzig oder auch nicht. Das kümmern wir uns wann anders drum. Und schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen Platz schaffen. Hier passt wirklich nichts rein. Das wage ich aber zu bezweifeln. Und den da. War das der, den wir vorhin freigeschaltet haben? Anscheinend. Ja, das passt schon. Dann. Ach, da ist gerade keiner drin. Okay, dann schaffen wir einfach nur Bauplatz. Hier auf alle Fälle ist Platz. Auch für ein großes Gebäude, bitte. Perfekt, so ist das schön. Da darfst du gleich bauen. So, und dann haben wir. Fangen erstmal an zu bauen, dann sonst reiße ich wieder was aus Versehen ab und dann ärgern sich nur alle wieder. Und hier werde ich wohl mal ein bisschen plätten. Groß, groß. Und dieses Loch füllen wir auch. Und dann sind hier ganz viele Bauplätze, die natürlich mal wieder total doof verteilt sind. Hier diese Lücke, das geht doch. Also nach wie vor so ein bisschen mehr Möglichkeit, dass ich diese Grundstücke lege oder dass ich einfach selbst Bauplätze schaffe. Wäre prima. Da passt noch ein Haus rein. Sage ich doch. Und theoretisch auch ein großes Haus. Please. Perfekt.
So, wenn das jetzt ein bisschen runterginge. So, schau mal hier. Ein bisschen runterschieben. So, perfekt. So ist das doch schön. Guck mal, so passen ganz viele Häuser hin und mehr als von der KI gedacht. Kann ich mal wieder ein bisschen einsammeln. Also glaubenspunkttechnisch geht es uns gerade sehr, sehr gut. Aber glaubt mir, das werden wir brauchen, wenn wir den großen Berg da im Westen verschieben müssen. Habe ich da nicht eben noch einen Bauarbeiter hingeschickt? Bauen hier zwei. Die sollen doch ein jeweils eigenes Haus bauen. Okay. Wie wär's, wenn hier, so wie ich sage? Yay, schon geht's. Ist ja Wahnsinn. Gut, wir waren hier oben, aber da sind gerade nicht wirklich Bauarbeiter verfügbar. Ich möchte erst diese drei Grundstücke besiedeln. Naja, vielleicht schaffen wir es auch so. So ist eigentlich ganz in Ordnung. Dann passt da zwar ein kleines hin, aber da sind wirklich kaum Lücken drin. So gefällt mir das doch schon ein bisschen besser. Okay, und hier passt erstmal nichts hin, deshalb lassen wir die Häuser da, die Bäume da stehen. Und ja, das passt schon so. Jede Menge Bauplatz. Guck mal, da ist jemand, der bauen kann. Und jetzt könnten wir uns natürlich auch überlegen, ob wir hier gleich noch eine Siedlung reinbauen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die alle so klein sind, beziehungsweise ob die so klein bleiben. Wenn die sich ausbreiten vielleicht noch, was ich sehr schön fände, dann wär's natürlich super, wenn direkt hier mittendrin von hier, wo gerade noch so eine kleine Freifläche ist, wenn wir da eine Siedlung reinkriegen würden. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Wobei hier wäre es fast besser. Egal, das probieren wir jetzt mal aus. Wo ging das? Ja, immer noch hier. Statuen. Ah, interessant. Shrine of Capacity. Das heißt, wir können hier irgendwo diesen Schrein hinsetzen anscheinend. Und dann erhöht sich die Anzahl der Leute in den Hütten. Placing it into a settlement will affect all above. Ah, und wenn ich das Ganze in eine Siedlung setze, dann betrifft das alle, die in der Siedlung wohnen. Das ist ganz cool. Apropos Siedlung, würden wir hier unten vielleicht noch ein Häuschen reinkriegen? Nee, eher nicht. Das wird eng. Aber ich glaube, das möchte ich mal ausprobieren. Weiß ich natürlich wieder nicht, wie groß das ist. Geh nochmal weg. Mache ich hier mal ein bisschen Platz. So, naja, so wirklich viel Platz ist es jetzt nicht. Aber es heißt hier irgendwo in die Siedlung. Der wird auch jetzt nicht so riesig sein, oder? Och, wie schön. Und jetzt passt hier überall eine Person mehr rein. Hätte ich natürlich gewusst, dass der so aussieht, hätte ich ihn woanders hingesetzt. So verdeckt er so ein bisschen unsere Leute. Und ja, jetzt können wir die neuen Plätze wohl wieder vergeben. Also kommt hier noch so ein Baumeister hin. Die Breeder kommen hier hin. Hier ebenfalls. Die eigenartigen Buffer. Und da haben wir auch noch Platz für zwei Baumeister. Cool. Können wir da noch eine zweite reinsetzen? Das kostet dann auch schon mehr.
Aber das ist ganz interessant, muss ich zugeben. Und ja, ich bin etwas überrascht. Wir haben noch immer keine Grafikfehler. Bin fasziniert. Und wir sind jetzt trotzdem schon am Ende dieser Episode wieder angelangt. Also die erste Episode ohne Grafikfehler ist ja faszinierend. Und beim nächsten Mal werden wir dann unsere zweite Siedlung wahrscheinlich hier positionieren. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und oh, jetzt wollte ich hier noch denen da zuschauen, wie sie da rumsitzen, aber jetzt laufen sie schon weg. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.